Wenn man zur rechten Zeit hier auftaucht, kommt man günstig an was Nettes. Das heißt nichts Gutes. Er ist uns vorbeigekommen. Da ist er! Los! Verdammt! Er hat mich erwischt! Ich habe hier eine Leiche. Sehen wir mal hier nach. Ist das einer von uns? Einer unserer Jungs! Raus hier! Jetzt wirst du bezahlen, du Penner! Habt ihr Jungs das auch gesehen? Die Schüsse kamen von da! Geh mal hier nach. Ich lass mich von dem Arschloch nicht abschütteln. Versteckt er sich. Er hat es erwischt. Sieh durch alles Blut an. Okay, suchen wir woanders weiter. Er hat es einen erwischt. Vielleicht ist er da drüben. Ich hoffe, ich gehe hier nicht zu weit, Pops, aber wir sollten nicht mit diesen scheiß Kommunisten zusammenarbeiten. Oh, deren Geld hat gleich Fall bekommen. Nein! Das kann doch nicht sein! Meine Zeit ist noch nicht
Lass deine dreckigen Finger von mir, du Hurensohn! Natürlich. Kannst du mir ein paar Jungs aus deiner Crew für Tick vorschicken? Ja, okay. Aber wenn ich das Leben meiner Leute aufs Spiel setzen soll, erwarte ich, dass du dich zu mir bekennst. Und denk an den Weg, den wir gemeinsam gehen wollen. Raus! Schicken Sie Ihre Männer! Sofort! Achtung an alle Einheiten! Wir haben Meldungen über ein gestohlenes Auto in Sig 4 Harbor. Wenn ihr im Einsatzgebiet seid, bitte bestätigen. Krieg ein Signal von dem Gerät, das du an Frank Paganis Wagen angebracht hast. Er ist also wieder in der Stadt. Und bestimmt ganz wild darauf, deine Bekanntschaft zu machen. Da würde ich drauf wetten. Das Signal ist stabil, den Rest schaffst du allein. Benutz den Tracker, den ich dir gegeben habe. Bis später. Scheint der richtige Ort zu sein. Alles unverletzt überstanden. Hey! Hey!
passiert? Ich mache ihn aus! Hör zu, Arschloch. Du machst jetzt deine verdammte Klappe zu und deine... Na, mal sehen, ob du es noch drauf hast, Frank. Der verdammte Sam. Das ist alles seine Schuld. Er steckt mit seinem Kopf dermaßen tief im eigenen Arsch. Mr. Pagani, so dürfen Sie aber nicht über Mr. Marcano reden. Hör mal zu, Junge. Mein Vater hat 20 Jahre lang bei mir ausgeraubt. Er hat mir zwei Sachen beigebracht. Nie jemanden verpfeifen und immer loyal bleiben. Soll ich Ihnen gegenüber einfach nicht loyal sein? Was? Quatsch, du bleibst loyal zu mir. Ich bin hier nicht das Problem. Ich sehe keinen Weg, wie wir hier rauskommen. Keine Sorge. Das mache ich schon. Konzentrier du dich darauf, den Arsch aufzuknallen. Ich hab keine Kugel mehr! Sammy würde sich für dich schämen! Ich hab keine Munition mehr! Sieh an. Ab jetzt gibt's kein Zurück mehr, was? Dies ist unser erster Schritt, um Marcano zu brechen und die Stadt zu übernehmen.
Ich höre mir an, was ihr zu sagen habt, aber ich entscheide, wer was bekommt. Und diese Entscheidung steht dann. Ich sag dir was, Lincoln. Du kannst machen, was du für richtig hältst. Aber ein Distrikt aufzuteilen zwischen meinen Leuten und ihren, daraus wird nichts. Diesen Distrikt will ich haben. Die Weißen sind dein Problem. Ich habe auch Leute in der Gegend und ich habe das Gefühl, du willst uns im Dunkeln halten. Was für ein Scheiß. Hör mal, Kumpel. Mach dir einfach klar, wer der beste Mann für dieses Viertel ist. Das bin ich. Ganz klar. Lass mich nicht im Regen stehen, Junge. Hier gibt's nur einen klugen Zug. Wenn du mir erst ein Gebiet in Aussicht stellst und es mir... Wir zwei, wir verstehen uns eben, was? Dieses Gebiet geht an die Iren. Und was bitteschön soll ich deiner Meinung nach meinen Leuten sagen, die ihr Leben für dich riskiert haben? Vergiss es. Da gibt's nichts zu sagen. Das ist nicht zu rechtfertigen. Kannst kaum erwarten, loszulegen. Auch mit allem, was danach noch bei mir landet. Gut, ich schluck diese Kröte und meinen Stolz. Aber wenn nicht bald was für mich abfällt, kracht's zwischen uns, Kumpel.war's für jetzt. Ich melde mich, wenn ich was brauch. Ich muss was von der Kohle loswerden in Orlo. Klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Irgendwas, das ich für dich aufbewahren soll. Wehe, du verlierst das. Und direkt in die Bank.
Marlow auf. Hey, wen haben wir denn da? Freut mich, dass du noch lebst, Conny. Scheiße. Ging ganz schön rund, als du das Lagerhaus in River Row übernommen hast. Bin aber heil rausgekommen. Du weißt was über den Güterbahnhof in Barclay? Yep, mal im Vertrauen, nur unter uns. Dieser Freund von dir mit dem schicken braunen Anzug dachte, du musst ein Auge auf Pizzantinis Transportbetrieb haben. Was treibt der denn so? Er ist für den Schutz hier in Barclay zuständig. Wenn das Zeug, das du per Zug verschickst, da ankommen soll, wo du willst, dann bezahlst du Pete's Leute. Klingt ziemlich unbedeutend für einen von Marcanos Leuten. Volle Punktzahl. Warum gibt's wohl in der Stadt so viele Schießeisen? Marcano und Enzo lassen sie von Santini reinschmuggeln. Wenn du die Deals hochgehen lässt, schädigst du Pete's Geschäfte. Na schön. Mal sehen, ob ich an die Karte komme. Man sieht sich. Du kennst das ja. Mach Santinis Leuten Druck, dann werden die schon plaudern.